Abermals einen wunderprächtigen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen oder wie auch immer, wenn ihr das gerade anschaut, wünsche ich euch willkommen zurück bei Sid Meier's Pirates von Bears Gaming. Ich bin Max und wir befinden uns in Maracaibo, dem spanischen Handelsposten, den wir jetzt aber gleich direkt verlassen. Und zwar begeben wir uns auf die Suche nach dem Schatz des Henry Morgan, der sich südlich von Puerto Principe befindet. Wie ich festgestellt habe, seht ihr meinen Mauszeiger hier gar nicht. Puerto Principe ist jetzt mittig von der Karte hier. Und etwas unterhalb sind diese Blutsuntiefen. Und wir werden jetzt direkt einfach mal dorthin segeln mit diesem lächerlichen Riesenkahn, den wir da haben. Der kommt nämlich nicht aus dem Knicker. Das ist immer ein bisschen das Problem. Jetzt versuche ich mal hier ein bisschen Wind mitzunehmen. Ja. Dauert immer ein bisschen die Segelei. Segeln wir einfach mal fröhlich da hoch und werden dann auch gleich mal nach Puerto Principe laufen. Ich habe diese Passage hier gerade schon mal gespielt, allerdings ist mir das Spiel, als ich zum Schatz gelaufen bin, direkt abgeschissen. So, deswegen segeln wir jetzt einfach, mache ich es einfach nochmal neu. Wir segeln direkt da hoch, ein bisschen in den Wind drehen, den Fehler habe ich vorher schon gemacht, dass ich hier zu nah dran gefahren bin. Heidefrachter. Alles nichts Interessantes. So, jetzt muss ich mich wieder aus dem Wind rausdrehen. Und zwar muss ich da nicht hin, oder? Nee. Den Fehler habe ich vorher auch schon gemacht. Hier ist nämlich erst Santiago. Wir müssen da noch ums Eck und dann sind wir da. Ah, der Wind ist ein Traum. Ein absoluter Traum. Oh, nicht dahin klicken, dann dreht er das Schiff ein. Ja, man kann das Schiff auch mit der Maus steuern, wenn man klickt, habe ich rausgefunden. So, jetzt los mit Schwung und viel Getöse. Ab nach die Blutsuntiefen hin. Wir sind nämlich da. Und wenn wir da anlegen und den Schatz haben, dann laufen wir auch gleich mal nach Puerto Principe. Principe, wie auch immer. Da laufen wir mal kurz hin, denn das ist eine der wenigen Städte, die nicht am Meer liegen. Auch wenn es heißt, es sei ein spanischer Hafen. Ich frage mich nur, wie man da mit dem Schiff ankommen soll. So, hier war ich dann ziemlich genau. Da habe ich vorher schon angelegt. Jetzt müsste ich hier diesen Hang hochlaufen. Und da müsste dann auch der Schatz sein. Da ist er. Henry Morgans Schatz. Was hast du uns zu bieten? Grabt ihr Lakaien? Der eine gräbt halt dezent rechts daneben. 10.000 Goldstücke. Leck die Ziege. So. Jetzt muss ich nur das Städtlein suchen. Das ist da. Für sowas ist diese Ansicht ganz geschickt mit diesem Fernrohr. Kann man nämlich tatsächlich einfach mal gucken, wo die Städte liegen, wenn sie nicht am Wasser liegen. Die Stadt. Ah ja, genau. So, jetzt sieht man das hier. Hier kann man die Stadt nämlich auch angreifen, wenn man mit der jeweiligen Nation nicht so gut sich stellt. Wenn man Streit hat, quasi. So. Was weiß der Gouverneur? Renningtar. Na, lass hören. Mein Gott, wie lange will er mir denn das noch? Immer diese unscheinbaren Töchter da. Nee, nee, das brauche ich nicht. Freunde der Nacht. Oh. Mystische Inka-Salbe. Damit könnt ihr euer Leben verlängern. Für nur 6.000 Goldstücke. Das ist natürlich eine Nummer. Das ist mir zu viel. Man munkelt, dass sich am Bord des Schiffes Blood Dead ein Segelmacher befindet. Ich denke, es ist eine englische Schaluppe mit Kurs auf Santiago. Okay. Blood Dead. Okay, vielleicht können wir die abfangen. Dann werde ich mir nämlich den Segelmacher unter den Nagel reißen.
82 Mann starke Besatzung. Ne, wir lassen das, weil wir teilen demnächst. Müssen wir, glaube ich, schon wieder die Beute teilen. Wir nehmen ein bisschen Nahrung mit. So für ungefähr 20 Monate. Und verlassen die Stadt. Was hier jetzt natürlich geschickt ist, ich kann direkt zum Schiff, indem ich die 5 drücke. Haha. So, nach Santiago sind die auf dem Weg. Dann machen wir uns auch mal nach Santiago auf dem Weg. Wie hieß jetzt das Ding? Kriegsgaleone, eine Flakgaleone. Man, die sind so langsam, die Schiffe. Das kotzt mich ein bisschen an. Englisches Schmugglerschiff. Blood Debt hieß es. Bin ja auch ein Hasenhirn. Und wenn wir das abgefangen haben, dann können wir nämlich direkt auch wieder nach Santiago. Um, mein Gott. Gegen den Wind fahren ist zum Heulen. Freunde, es ist zum Heulen. Ja, und dann werden wir uns auch weiter auf die Suche nach Baron Raimondo und Marques Montalban machen. Die uns ja hoffentlich wieder mehr verraten. Das könnte das Schmugglerschiff sein. Blood Debt, ja. Und die werden wir jetzt auch, wenn die zwei Spanier, die da jetzt nicht frisch machen, dann machen wir es. Lasst mir meine Engländer da in Ruhe. Ich brauche den Segelmacher. You are a pirate. So, attackieren. Das nicht. Das Englische. Ja, dich möchte ich attackieren. Oh Gott. Diese kleinen Schiffe trifft man halt immer nicht so richtig ganz toll. Brauche aber auch nicht arg treffen, das. Da gehe ich einfach direkt in den Angriff über. Nehmen wir immer den Rapier. Rapier. Oh, er greift mich an. Mutiger englischer Kapitän. Hier piek sich ein zu. Und hepp. Und abwärts geht's. Und schwupp. Die Engländer, irgendwie, bis jetzt haben immer nur die Engländer mich angegriffen. Au. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Gehst du weg? Hörst du auf? Und dann, was passiert? Sie fangen Feuer und fallen vom Schiff, springen, hüpfen ins Wasser. So, jetzt hoffentlich ist da auch der Segelmacher drauf, der mir versprochen wurde. Na, da ist er tatsächlich. Hm, Goldstücke haben die. Die haben Gewürze dabei und... Ja, komm, wir nehmen die Gewürze mal mit. Wir nehmen einfach alles mit und verkaufen das fröhlichst. Das kleine Schiff fällt jetzt ja nicht so arg auf neben unseren großen. Hallo. So, ab nach Santiago. Mann. Oh, das ist eine Qual, das kotzt mich an dem Spiel massiv an, einfach diese Wind. Ihr wisst, diese Windstärken, Änderungen ständig. Ständig segelt man gegen den Scheißwind oder ist kein Wind da, wenn man mit ihm segelt oder, ach, absolut katastrophal. So ab in die spühende planische Hauptstadt, blühende spanische Hauptstadt. Santiago. Oh, es ist sogar die Festung größer geworden, weil sie mehr Truppen haben. So, was weißt du jetzt? Du hast ja mir jetzt erzählt, ihr habt mit den Engländern... Ja, Admiral, da kommt schon wieder eine unscheinbare Tochter. Die ist, da mache ich mich mal unscheinbar, unfassbar schnell aus dem Staub mache ich mir. Den Ring kann man vielleicht später brauchen. Mehr als 1000 Gold, ja gut, das... Reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Der beste Gewürzreserven ist eine wie La Habana. 41 Gold pro Tonne. Okay. Dann könnten wir fast mal. Was kriegen wir hier? 28. Gold pro Tonne.
Nee. Dann machen wir das in La Habana nämlich. Aber ich glaube, das Ding können wir verticken, ohne dass wir frachtlos werden müssen. Richtig. So, wo ist La Habana? Das ist bestimmt am Arsch der Welt. Ich sehe es kommen. Oh nee, gar nicht so arg. Das ist gerade mal so einmal außen rum. Da oben waren wir eh noch nie. Fahren wir doch einfach mal da hoch. Jetzt überlege ich gerade nur, ob ich vielleicht so rumfahre, weil es da mit dem Wind ist und vielleicht schneller geht. Hui. Was auch ein bisschen schade ist, dass man jetzt an dem Spiel nicht einfach sagen kann, Kollege, wir spulen die Zeit vor. Machen wir, dass die Zeit schneller vergeht. Das geht nix. Man muss sich das Gesegel hier tatsächlich jedes Mal mitgeben. Da oben sind viele so Indianerdörfchen. Ich glaube, da legen wir auch mal an. Vielleicht finden wir da ein paar Handelspartner. Da hat es gleich hier unten schon einen. Sollen wir da direkt mal? Dann seht ihr mal, wie es bei den Indianern aussieht. Bevor ich da jetzt aber rumrangiert bin, mache ich das doch so. Und lauf dahin. Das geht nämlich wahrscheinlich schneller. Was weiß der Häuptling? Werden unsere Kriegskanäle. Welche Stadt ist reif, zerstört zu werden? Grand Bahama. Vielleicht. Oder können wir noch richtig Profit machen gleich? Das haben sie alles nicht. Okay. Und ab zurück zum Schiff. Und hoch nach La Habana. Komme ich jetzt hier aber hoffentlich auch drum rum. Hier sind ja noch mehr so Indianerdörfchen. Ja, meine Hütte. So, das Einzige, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich jetzt hier ums Eck fahre, den ganzen Scheiß zurücksegeln muss. Und zwar gegen den Wind. Vorzüglich. Eine vorzügliche Wahl. Friedliche Jesuitenmission. Mal gucken, was die Jesuiten für uns haben. Bevor wir jetzt da durchfahren. Was heißt der Abt? Ich glaube, ihr habt einen Onkel. Ah! Hui! Ich wusste gar nicht, dass die Jesuiten über sowas Bescheid wissen. Oh! Was? Was habt ihr? Ihr habt nichts außer Nahrung. Okay, dann nicht. Ich wusste, dass man von den Jesuiten als Mission bekommt, um Flüchtlinge und Migranten zu eskortieren. Aber dass die Informationen über meine Familie haben, ist mir jetzt auch neu gewesen. So, La Habana. Oh. Piratenangriff. Wohlhabende spanische Hauptstadt. Ja, hoffentlich kauft ihr jetzt noch teuer Dingsi hier. Teuer Gewürz. So, mit dem Händler Handel treiben. Oh ja. Die kaufen tatsächlich teuer Gewürz. Das war gar nicht mal so dumm, die Information. So viel Geschütze brauchen wir gar nicht. 50 reichen vollkommen. Was weiß der Gouverneur? Oberst Max, ja, auf Wiederschauen. Was hast du? Geheime Schatzkarte. Immer ran mit den Dingen. Ja. Das ist jetzt ja nicht der Shit. Ja, Hermione, das wissen wir jetzt schon. Echte Schönheit. 45 Männer. Nee, das ist zu viel. Brauchen wir nicht. Schiffsbauer.
Wenn wir das jetzt quasi verkaufen, ha, passiert gar nichts. Und los. Dann fahren wir nämlich nur noch mit einem Schiff durch die Gegend. Und haben trotzdem genug. Da ist schon die nächste Jesuitenmission. Und da legen wir jetzt auch kurz an. Vielleicht wissen die noch was. Aber ob die was wissen, sage ich euch erst nächstes Mal. Bedanke mich bis hierhin. Haut rein.